Hey Leute und damit herzlich willkommen zur neuen Season 11 in Clash Royale. Wir werden uns heute wieder vor allen anderen das komplette Update anschauen können und ich kann euch jetzt schon sagen, diese Season wird das Spiel verändern wie nie zuvor. Let's go. Damit starten wir rein mit dem neuen Saisonthema und das lautet dieses Mal Here Be Dragons, also das ist noch das Saisonthema auf Englisch. Ich denke, es wird auf Deutsch etwa heißen Hier sind die Drachen oder Hier sind Drachen. Also dieses Mal zum allerersten Mal ein Drachenthema. Da können wir, denke ich, auch auf ziemlich viele passende Challenges mit Drachen gespannt sein. Würde ich sagen, wir schauen uns jetzt aber hier erstmal gerade den neuen Season Pass an und dann sehen wir eben schon mal hier einen absolut krank aussehenden Turmskin. Ich bin sehr gespannt, wie er gleich in-game aussehen wird. Wir werden gleich testen können. Plus eben natürlich die neuen Emotes. Die werden wir uns auch gleich anschauen. Würde ich sagen, wir starten rein und starten jetzt aber erstmal mit der neuen Arena. Und ihr seht jetzt schon hier, passt auf. Also von außen sieht sie einfach nur absolut krank aus. Also sie sieht aus wie die heftigste Arena, die es jemals in Clash Royale gegeben hat. Würde ich sagen, wir starten jetzt erstmal rein und schauen uns hier die neue Arena an. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr ganz unten im Shop meinen Creator-Code eingeben. Der heißt Jojonas und unterstützt mich zum Beispiel, wenn ihr euch irgendwas im Shop kauft, wie zum Beispiel den Pass Royal. Und ich verlose dreimal eine 15 Euro Google Play oder iTunes-Karte. Dafür müsst ihr einfach ganz unten im Shop meinen Code eintragen und eben Hashtag Google Play oder Hashtag iTunes kommentieren. Ich kann es nicht überprüfen, ich vertraue euch da, dass ihr auch den Code eingebt. Würde mich wirklich sehr freuen und ich würde sagen, danke für die Support, für den Support. Oh mein Gott. Okay. Alter, was ist das denn für eine geile Arena? Oh mein Gott. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber... Wow. Das sieht so geil aus. Also mir gefällt erstmal das Design von der Innenarena auch schon sehr gut. Ist sehr ansprechend. Aber da außen einfach ein Drache, der außen rumliegt. Dieses ansprechende Dunkle auch. Und dieses Auge hinten, das sich bewegt. Das ist mit Abstand die beste Arena, die es jemals gab. So, wir machen direkt weiter und schauen uns jetzt hier den exklusiven neuen Turmskin an. Also vom ersten Eindruck her wirklich auch absolut krank. Wir haben diese Drachenschuppen auf jeden Fall und wir haben auch diesen Drachenturm mit so einem Drachenschwanz, Stacheln und in der Mitte schaut dann auch noch so ein Auge raus. Unfassbar geil für die neue Arena. Wir können da gerade mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt auch den Hauptturm hier holen. Also das ist einfach nur unfassbar krank. Einfach nur ohne Witz vom Design her schon mal das Beste, was ich je gesehen habe. Auch wie es zerbricht, diese goldenen Türme. Heftig. Wir machen direkt weiter mit den neuen Emotes. Insgesamt bekommen wir wieder mal 4 neue Emotes. Und ich würde sagen, wir starten hier mit dem Emote, den ihr aus dem Pass Royale bekommt. Und passend hier zum 10-jährigen Geburtstag von Clash Royale haben wir hier eben den König, der eben die 10 hochhält. Ich glaube, der wird in Zukunft besonders interessant sein, weil es so einen Emote in dieser Art mit diesem 10-Jahres-Schild eben natürlich nicht mehr geben wird in Zukunft. Das ist eigentlich echt nice gemacht. Dann haben wir hier den Inferno-Drachen. Oh, Alter, den will ich auch haben. Alter, die Emotes sind wieder einfach nur absolut gut gelungen. Weiter geht's mit dem Ritter-Emote. Der wichtig ist so den Schweiß ab. Und wir haben den Lava-Hund. Also, ich bin absolut begeistert, ihr merkt's. Also, den will ich haben. Der ist am besten. Der Lava-Hund einfach zu nice. Damit kommen wir jetzt zu den größten Balance-Änderungen aller Zeiten. Insgesamt werden 11 Karten angepasst und das Spiel wird wahrscheinlich völlig verändert werden. Beginnen wir mit dem Tornado. Der wird in Zukunft eine Sekunde weniger dauern, also halbe Länge, aber dafür denselben Effekt haben und er wird Gebäude angreifen können. Sehr interessant. Dann haben wir die Luftpost, die wird 27% mehr Schaden machen. Dann haben wir das Drachenbaby. Das wird 8% weniger Trefferpunkte bekommen. Magieschütze. Wird zurückgebufft, also wird die gleiche Reichweite wie früher haben und wird dafür 10% weniger Trefferpunkte haben. Heilerin wird auch 10% weniger Trefferpunkte haben. Mini-Packer wird statt der mittleren Reichweite in Zukunft eine kurze Reichweite haben, also muss näher ranlaufen. Koboldkäfig, dort hat der Koboldkoloss in Zukunft 6% mehr Trefferpunkte. Und Erdbeben, da haben wir 11% mehr Schaden, aber 25% weniger Schaden gegen Gebäude, also ist weniger effizient gegen Gebäude. Und zuletzt die Gebäude. Wir haben den Ofen mit 16% weniger Trefferpunkten, die Koboldhütte mit 35% weniger Trefferpunkten und die Barbarenhütte mit 20% weniger Trefferpunkten.
Also insgesamt, Tornado sehr interessant, wird kürzer dauern, Babydrache auf jeden Fall schlechter, Magieschütze besser, Kampfheilerin schlechter, aber vor allem die Gebäude total schlecht. Würde ich mal, also würde ich schätzen. Also ich weiß nicht, was sie da machen wollen. Wahrscheinlich wollen sie die Gebäude aus dem Spiel rauswerfen oder nicht mehr so spielbar machen, weil sie zu defensiv sind und man eine offensive Spielweise fördern möchte. Bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Dazu auf jeden Fall unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ist echt verrückt. Würde ich sagen, so viel zur neuen Season. Also ich bin wirklich absolut beeindruckt. Also die neue Arena ist einfach nur wahnsinnig gut. Die beste Arena, die wir je hatten. Wir haben extrem geile Emotes. Wir haben unfassbar große Balance-Changes, die alles ändern werden. Ja, würde ich sagen, gerne eure Meinung in den Chat, in die Kommentare. Und wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, wie gesagt, Code eintragen und Hashtag Google Play oder Hashtag iTunes kommentieren. Danke fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich bin echt schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Es wird sich sehr viel ändern. Und ja, bis zum nächsten Stream oder Video. Ich bin gespannt, wie die neue Season laufen wird. Und ciao.